Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier heute auf unserem Kanal, sofort und gleich. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Item Shop den Creator Code sofort und gleich TTV. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. So Leute, wir gehen in einem Shop vom 30.10.2019. Gell, gleich heute ist Halloween, gell? So, wir sind im neuen Item Shop und wir gehen direkt in einem Shop bei Heumann. Warum geht die Kamera? Ist gerade wurscht. Heumann. Nein, das ist nicht Heumann kriegt von mir 8 von 10. Von dir? Kamera, was ist los? Kriegt von mir 8 von 10. Von dir? 9 von 10. 4,365 bei 33 Votes am 7. Oktober 2018 im Shop gewesen, im 5 Mal und 87 Reminders. Dann kommen wir zu Halloween-Schritten. Ist das neu? Ich kenne das nicht. Also entweder ist es uralt, das glaube ich nicht. Nee. Also ich kann mich nicht daran erinnern, das Ding jemals gesehen zu haben. Nee, heute, ja, ist heute. Pumpe da. Okay, kriegt von mir 10 von 10. Ist cool. Das Ding kriegt von dir 10 von 10? Ja, guck mal, zack, zack. Ich finde es... Witzig. Also von mir kriegt es 7 von 10. 4,5 von 5 bei 2 Worts und 2 Reminders. Bunny Moon. Bunny Moon! Mega cool! 8 von 10. Ja. 3,925 bei 53 Worts und 28. Oktober 2018 im Shop gewesen. Seitdem 5 Mal und 89 Reminders. Sturmkönig. Ja. Der hätte, Sound musst du anklicken. Hätte ich den Sound an für die Musik. Kann man das so nicht direkt anklicken? Ja. So. Ja. Kriegt von mir 8 Warte von mal, 10. Lass doch mal laufen. Kriegt von mir 8 von 10 von dir. Ne, sie haben 9 von 10. Von mir. 5 von 5 bei 5 Votes. 5 von 5 bei 5. Echt? 5 von 5 bei 5 Votes? Zum ersten Mal im Shop gewesen gestern und nur Reminders. So. Wir kommen erstmal zu... Machen wir da rechts weiter. Ne, wir kommen erstmal zu den Skins hier. Ja, weil das neue Items, schon, weil das uns neue Items drin sind. So. Zucker 4 von 5 bei 9 Votes. Das sind wir den gleichen. 27. Oktober 2019 im Shop gewesen, dann 4 mal nur Reminders. Nehmen wir einfach irgendeinen. So. Dann hast du das letzte Mal auch gehabt. Ja, das ist Zufall. So. Hier diesen Wrath hatten wir auch schon, gehabt. Den Nee hatten wir noch nicht gehabt. Nein? Nein, ah, weil okay, der erst mit dem Update stimmt gekommen ist. Der kriegt, ja, der kriegt von so, mir. Zoom mal bitte an den ran, den möchte ich mir nämlich jetzt mal genauer angucken. Das gefällt mir ja auch so wieder super, also, dieses verpackt haben, gell? Stilvorschau. So. Haben sie perfekt verpackt, oder gleich? Also, zu dem Update komme ich gleich, aber jetzt erstmal zu dem... zu diesem Skin. Zoom mal bitte an den ran und dreh den mal ein bisschen. Wenn den komplett ich finde, der sieht eigentlich ganz cool aus. Dieser Mumien-Style hier. Mit dem coolen Hut drauf, ja, und so weiter. Kriegt von mir 9 von 10. Von mir Russ. 8 von 10. 3,9 von 5 bei 10 Votes. Zum ersten Mal 29. Oktober 2019 im Shop gewesen. Und 15 mal, was? Zeig mal auch das Backpack, das ist auch mal ganz interessant. So, was ist denn das? Sanduhr. Eine Sanduhr. Cool. Und die Picken sehen auch eigentlich ganz cool aus. Also, ja, definitiv. So, dann kommen wir zu. So, du kriegst sogar 9 von 10 von mir. Was ist denn? Monster. Die ist besser als sie, das kann man schon direkt sagen, die ist besser als sie. Monster Naht. Die ist auf jeden Fall besser als sie. Klick mal die Models da unten durch. Geh mal auf das Boot, bitte. Mach das gleich auch mal mit der anderen Farbe. Klick da auch mal durch. Ja, nicht so schnell. Also ich finde, es gibt einzelne Waffen, die jetzt mit dem einen besser aussehen, welche die mit dem anderen besser aussehen, aber kriegst ja beide, so wie es aussieht, für die 300 V-Bucks. 7 von 10. Bedeutet... Eigentlich 8 von 10. Ja, ich bin bei 7 von 10. Okay.
1 von 5 beantworten würde man das. Okay. Gut, dann kommen wir zu Sturmkönigsfaust. Sturmkönigsfaust. Vorsicht vor dem Donnerschlag. Mama, die ist geil. Werkzeugeffekt. Sieht aus wie Thanos. Sieht ein bisschen aus wie Thanos. Ja, kriegt von mir, ja, kriegt von mir 8 von 10. 9 von 10. Ja, ja, auch. 3,85 bei 5 Votes. Und dann mal das. So, jetzt kommen wir zu. Dann kommen wir zu dieser Sternenwucht. Ja. Machen wir da auch bitte den Werkzeugeffekt. Und dreh die mal so ein bisschen genau. Für 500 V-Bucks das Teil, Mitternachtsstern. 7 von 10. Ja. 5 von 5 bei einem wurden wir mal das. Warte mal, das ist ein bisschen komisch. Geh da mal drauf, bitte. Das ist ein bisschen komisch, wenn ich mir das angucke da unten. Ja. Komischer Style, weil das ist so unten. Dreh mal in die andere Richtung, dass man es besser sehen kann. So. Okay, das sieht aus wie so ein. Okay. So, und Haze. Ja. Ja, sind wir dann bei Haze. So. Haben wir auch ein Gameplay dazu? Oh Gott, so sieht es besser aus. Also. Gothic Lady. Ja, genau, hier steht auch Stil Extrem, Stil Standard. Ja. Ja, hier mit dem Stern drauf. Sieht ein bisschen aus wie DSDS-Stern hier. So. Ja. Das ist der Superstar. So, Gothic Lady. Machen wir bei der anderen nochmal, zeig die nochmal. Zoomen auch mal bei der ran. Da ist der Stern dann so halb umgedreht, okay. Ja. Ja. So, Muss doch immer sein, gell? Naja, wobei, da guckt von der Seite, sieht so, ja, schwer zu sagen. Also hier ist er definitiv. Ja, oben, ja. Ja, also hier ist es, ich glaube, das ist eindeutig. So, also dann, ja, Haze. Ich habe das Gameplay, habe ich mir jetzt, wir haben das Gameplay noch 10%. Nicht fertig, ich muss es mir noch an. 10 von 10. Du gibst 10 von 10? Ja, 10 von 10. Ich gebe da keine 10 von 10. Von mir kriegt die 7 von 10. 5 von 5 bei 4 Votes und 20 Reminders. 5 von 5 bei 4 Votes? Ja. So, jetzt kommen wir zu dem Update. Das Update, also sorry Leute, aber Epic, ich verstehe euch nicht. Ihr habt mit Season 2, beziehungsweise mit Chapter 2, habt ihr so viele Änderungen in dieses Spiel reingebracht. So viele gute Ideen reingebracht. Lass die Musik laufen so, im Hintergrund. Und jetzt. Da noch drauf. Ja, und jetzt macht ihr bei dem zweiten Update bereits, nach dem zweiten Update in dem neuen Chapter, ich check eure Logik nicht. Beim ersten Mal, als die Monster reinkommen, sagt die Community, ey scheiße, das nervt, wenn man baut, was weiß ich, die greifen dann die ganze Zeit an, holen das ganze Zeug weg und schießen dich runter und geben dir ständig Schaden, so, und es nervt einfach nur kommen. So, Epic nimmt sie raus, 2 Monate später, oh geile Idee, ja lass uns wieder die Zombies reinbringen, weil die brauchen wir jetzt wieder, das war das Weihnachtsupdate. So, jetzt haben wir sie wieder rausgenommen, die Community hat übrigens wieder so drauf reagiert, wir haben keinen Bock auf die Kacke. So, dann 9 Monate später, 10 Monate später, kommen wir Games wieder, ja, die Zombies. Wir haben keine Ideen. Ja gut, es ist Halloween. Ich habe schon damit gerechnet, dass das kommt. Was ich allerdings ein bisschen überraschender finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Also erstmal bei mir ist es heute. Ich hoffe, dass es jetzt nicht mit dem Update zusammenhängt. Extrem viel laggier geworden. Das zum einen. Zum anderen bei der Replay-Funktion. Die Replay-Funktion war ausgesetzt worden. Dadurch haben wir einige Gameplays nicht mehr euch präsentieren können, ja, oder nicht mehr präsentiert. So, jetzt habe ich wirklich gedacht, okay, ich meine, Patch Notes machen sie ja sowieso schon nicht mehr. Wir wissen ja gar nicht, was da jetzt an der Replay-Funktion geändert wurde. So, aber jetzt gehst du in die Replay-Funktion rein. Jetzt habe ich echt gedacht, okay, wenn die eine Woche lang die Replay-Funktion rausgelassen haben. Ja, das muss ja jetzt der Oberknaller sein. Da muss doch irgendwas richtig Geiles kommen. Und ich muss ehrlich sagen, also erstmal, es laggt nach wie vor ziemlich brutal. Ja. Zum anderen bin ich ein klein wenig geschockt, weil du normalerweise kannst du wenigstens einen Spieler über diese M-Funktion, ne, Map-Funktion
konntest, hast du links dann die Spielerliste gesehen und konntest die dann anklicken und konntest gucken, wann die gestorben sind und wann sie wieder reingekommen sind. Das war sehr hilfreich, Epic Games. Es war eine gute Funktion. So wie sie war, war diese Funktion gut. Die ist weg. So, also eine Woche für die Replay-Funktion und du kannst sie. Und ich habe jetzt keinen einzigen Vorteil gesehen. Ich weiß natürlich nicht, ob weil keine Patchnotes da sind, ob irgendwas. Das ist ja sowieso eine mega schlechte Landschaft, dass da keine Patchnotes mehr sind. Ja, aber nach einer Woche, wo man jetzt wirklich gedacht hat, da kommt jetzt bestimmt was Tolles mit hinzu. Einfach, dass du jetzt die Namen schon gar nicht mehr links auswählen kannst und nicht mehr siehst, wer wann wie wo lebt oder nicht lebt. Das ist keine Verbesserung, das ist eine Verschlechterung. Also für die Leute, die Replay-Funktion nutzen, für die ist dieses Update schlechter geworden. So, also das muss ich jetzt mal loswerden. Jetzt bewerten wir mal den Shop. Das Update kriegt von mir 0 von 10, weil es ist einfach nur der letzte. Ja, also ich habe bis jetzt auch nichts Positives an diesem Update finden können. So, Shop kriegt von mir Love It. Der Shop ist cool, der kriegt von mir auch Love It, aber, was ich noch sagen muss, auch diese Limited Time Modes finde ich auch ganz ehrlich nicht so knallermäßig, oder? Also, die Limited Time Mode, der hier, Gunfright, vergessen, ist der letzte, also ich habe schon vorhin, mit Kollegen im Modus, und gesagt, der Modus ist ja voll toll, der Modus ist ja voll geil. Hab ich gesagt, Leute, also ganz ehrlich, was macht Fortnite aus? Das Bauen. Weil wenn Fortnite kein Bauen hätte, wäre ich schon längst bei PUBG. So. Bei Fortnite ist das Einzige, warum ich Fortnite spiele, ist, weil du dort bauen kannst. Weil das Schusssystem ist grottig. Grottenschlecht. Ja, das Blumen ist ja auch zwischendrin erhöht. Ja, das Blumen ist ja auch noch erhöht. Und die Sache ist, weil er halt vorhin gesagt wurde, ja, der Modus ist voll toll. Also, sorry, aber diesen Modus, wer diesen Modus toll findet, kann genauso gut auf PUBG wechseln. Weil bei PUBG ist genau das gleiche, da baust du nicht. Ja, gut, aber du hast keine 2 gegen 2. Ja, hast du kein 2 gegen 2 und das ist aber trotzdem. Kleiner Raum. Also, das kannst du jetzt nicht mit PUBG vergleichen. In PUBG gibt es auch solche Arena-Modi. Oder in Counter-Strike gibt es doch das auch. So. Counter-Strike. Bei Counter-Strike eigentlich. Weißt du? Ich habe dann vorhin auch gesagt, ich könnte auch theoretisch dann an PUBG oder Counter-Strike zocken gehen, weil. So. Naja, also bis jetzt sage ich mal, also Season-Start mega cool, mega geil, seitdem Blumen erhöht, Replay-Funktion kurz rausgenommen, Replay-Funktion, diese Spielersuche quasi entfernt, diese Limited Time Modes, wir haben uns gefreut, Limited Time Modes, geil, kommen und dann sowas. Also ehrlich, Epic, ich wünsche mir von euch, dass ihr aus Fehlern lernt. Nein, nicht, dass ihr aus Fehlern lernt, sondern ihr habt einen geilen Start und vergeigt das bitte nicht, ja? Also, weil ihr seid wieder auf dem Weg dorthin. Also. Wahrscheinlich in 2 Wochen kommt dann wieder der Max zurück. Grüße gehen schon mal raus an Epic Games. Das weiß ich. Wenn mein zukünftiger sich das jetzt sieht, ich habe schon vorher gesagt, Max kommt wieder zurück. Ja, sie machen ja immer die gleichen Sachen. Und Epic, wenn ihr das seht, ich möchte nicht recht behalten. Ja, das wäre schön, mal im Unrecht zu sein, ja. So, also, jetzt... Nein! Da kommen sie mit Panzern. Wir räumen alles für Panzer. Fliegende Panzer. Die unbesiegbar sind. Unterschreibbar sind. Mit einer großen Axt. Du kannst dann mit dem Panzer, kannst du dann so mit... Ja, genau, und dann über Raketen, also so über Raketen schießen. 20 Stück auf einmal. Das hatten wir ja schon gehabt. Da muss mehr kommen. 50. 50. So, also, ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mal bitte einen Daumen nach oben, da schreibt es in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet es nächstes Mal ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit dem Herrn Sofort und mit mir, dem Herrn Gleich. Auch rein, macht's gut, bis dann und tschüss.